Moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Farming Simulator 2019 hier auf der Ravenport mit unserem Nutztierprojekt. Und für die, die sich wundern, hey, ich hatte doch gefragt, wie sollen wir das Projekt nennen? Ich lasse gerade einfach noch die Umfrage ein bisschen laufen. Es haben schon ein paar Leute mitgemacht. Wenn ich mich recht erinnere, müsste das Nummer 18 sein. Hier einfach mal reinschauen. Da habe ich gefragt, wie wir das Projekt nennen sollen. Und einfach mal bei der Umfrage mitmachen, da freue ich mich. Und dann werden wir das Projekt noch umbenennen. Also das ist nicht in Vergessenheit geraten. Keine Sorge. So. Was müssen wir machen? Ja, super wichtig. Und zwar müssen wir hier einmal aufräumen. Wir müssen einmal hier unsere Stallungen sauber machen. Uiuiui. Na, das ist ja... Christian, da haben wir hier nicht gut aufgeräumt. Wir haben die Schaufel fast voll gemacht. Das? Na, nicht nur fast, wir haben sie voll gemacht. So. Weizen. Das noch relativ voll und dann kippen wir das hier wirklich hier rein. Diese Aktion, warum... Da, wollte gerade sagen, warum könnte das hier nicht durchgeführt werden? Das ist gutes Weizen. Also, ja, genau. Ich hatte euch ja hier in der letzten Folge gefragt, wie haltet ihr das mit dem Realismus? Und das wäre jetzt zum Beispiel genau auch wieder so eine Sache. Wo ich dann auch sage, okay, stimme ich zu. Eigentlich ist das hier etwas... Das ist ein bisschen bescheuert. Es kann ja nicht sein, dass ich, also ich verstehe das schon, was damit gemeint ist. Die meinen so, naja, die picken da rum, die Hühner, und jetzt geht das Weizen nach vorne verloren. Also nicht verloren, sondern fliegt halt raus und das müssen wir sauber machen. Aber, das eigentlich damit ja grundlegend gemeint ist, mach mal den Stall sauber. Also Kot wegbringen, solche Geschichten. Das fehlt mir jetzt zum Beispiel an Realismus. Also da würde ich schon erwarten, dass man da auch Mist oder Dreck oder sowas rausholen muss, kann. Gerade jetzt hier mit so einem kleinen New Holland wäre das doch durchaus vollkommen okay. So, warte mal, hier machen wir den Motor aus und hier mähen wir jetzt nochmal. Wir tun nur mähen. Wir tun es nicht gleich schwadern oder so, sondern nur mähen. Da holen wir mit dem zweiten Schnitt, bringen wir das dann rein. So. Also da fehlt es mir dann halt so ein bisschen an Realismus. Da sage ich, das könnte nochmal, ich meine, klar, gibt dann auch irgendwann LS21 oder so. Aber, ja. Das. Mir reicht das noch nicht. Das könnte bei mir, gerade mit den Tieren, noch deutlich weiter gehen. Deutlich weiter. Aber gar nicht im Sinne von, sonst ist es nicht realistisch, sondern mehr, anspruchsvoller. Also ich meine, ich habe ja jetzt noch keine großen Tiere gemacht und jetzt brüllt der Christian hier schon rum, ey, muss anspruchsvoller sein. Zumindest ist das so meine Erwartungshaltung daran, dass das halt noch ein bisschen besser wird.
Aber da ist ja auch noch Potenzial dahinter und das kann ja dann auch noch besser werden. Zukünftige Version. Die Modding-Welt ist ja riesengroß. Vielleicht kommt jemand auf die Idee und sagt, hey, ich mach da irgendwas. Ich freue mich, wenn es wieder die Fabrik-Skripts gibt. Dann können wir wieder große Fabrikstraßen starten, so wie ich das ja eigentlich auf der Klingenbach vorhatte. Mein LS17-Projekt. Was einfach so ein bisschen aufgrund meines Umzuges, ja, so ein bisschen in die Knie gegangen war. Schade eigentlich, weil es eine super tolle Map ist. Wirklich, nach wie vor eine super coole, kleine, schnuckelige Map. Ups. Ich hoffe, dass der Modder, ja, wieder Lust hat und wieder sagt, ich nehme mich dem an und mache da wieder eine Klingenbach für den LS19. Vielleicht diesmal ein bisschen größer. Das war das Einzige, ich fand sie etwas zu klein. Also es waren wirklich nur kleine, schnuggelige Felder. Das könnte für mich einfach ein bisschen größer sein. Es muss ja jetzt nicht so eine Lone Oak oder sowas, wie die hieß. Die habe ich ja auch mal gespielt. Muss keine nordfriesische Marsch sein. Aber halt, es war ja eigentlich fast nur eine Viertel-Standard-Map. Das ist doch ein bisschen arg klein. Ich meine, das war natürlich auch eine Herausforderung. Mit so einer kleinen Map und so vielen Möglichkeiten zurechtzukommen. Aber mich würde ja mal interessieren, was für eine Map habt ihr eigentlich vorher im LS17 gespielt? LS17, welches war eure Lieblingsmap, beziehungsweise welche der doch zahlreichen Maps habt ihr eigentlich gespielt? Und auf welche freut ihr euch, wenn sie hier für den LS19 erscheinen? Könnt ihr mal einfach in die Kommentare reinschreiben. Ups. Bin ich sehr gespannt. So. Sagt mal, wie findet ihr das Handling der Motorsäge, der Kettensäge? Also ich muss gestehen, ich finde die schlechter als vorher. Ich fand die vorher irgendwie, ja, ich will nicht sagen intuitiver, aber so das Handling fand ich einfach besser, hatte mir besser gefallen. Das ist jetzt, fühlt sich irgendwie so ein bisschen komisch an, vor allem, dass du sie so unglaublich weit weghältst. Die war sonst immer halt so angeschnitten, das fand ich okay, dann hast du wirklich das Gefühl gehabt, die ist so, ja, nah bei dir und jetzt ohne Arme sieht das so ein bisschen strange aus. Man kann, das ist ja jetzt ein Vorteil, wenn ich hatte einmal sie ganz kurz ausprobiert, man kann ja jetzt die nicht nur zu einer Seite drehen, sondern auch in die andere. Das ist durchaus hilfreich. Aber ansonsten sehe ich da jetzt keine Verbesserung. Und aber das ist auch wieder hier so ein Window-Mode-Bug.
manchmal lässt die sich einfach nicht drehen, nicht richtig bedienen. Aber gut, das, wie gesagt, hat eigentlich wenig mit der Kettensäge selbst zu tun. Aber das wird ja auch nochmal, auf jeden Fall, das wird nochmal ein ganz, ganz großes Projekt. Das wird allerdings noch dauern, also ich freue mich auch über den Zyklus. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich freue mich echt über den Zyklus von dem Spiel hier, dass das nicht jedes Jahr eine neue Version gibt, weil es so viel zu machen gibt. So viel. Da freue ich mich auf, ich hab's gerade nur gedacht, ein Forstprojekt. Sprich, ich stelle mir vor, allgemein Holz schreddern. Also nicht nur Bäume, sondern auch Pappeln. Dann freue ich mich, wenn es wieder Mods gibt bezüglich neue Bäume, andere Sorten, andere Arten. Dann habe ich einen sehr, sehr coolen Timelapse gesehen. Den hat jemand anderes gemacht. Der kann richtig, richtig gut mit seinen Fahrzeugen umgehen. Der macht das super professionell. Der hat einen riesigen Stapel an Holz gehabt und hat den auf einen, auf so einen Holzanhänger, Schlepper, verfrachtet. Und das hat er so spielend gemacht. Absolut genial. Und das will ich natürlich auch. Irgendwann will ich das auch können und machen. Dafür habe ich mir ja auch zum Beispiel extra die zwei Joysticks geholt. Wer auf Instagram mich verfolgt, der hat da mit Sicherheit auch schon das Foto gesehen. Das sind zwei Joysticks für linke Hand und für rechte Hand. Also nicht zwei Joysticks, die man nebeneinander stellt, ein und die gleichen, sondern die sind vom Handgriff her gespiegelt. Und das fand ich super cool. Und die waren relativ günstig. Hat einer 50 Euro gekostet, also im Bundle 100 Euro. Und die sind einwandfrei. Den rechten, den benutze ich jetzt hier gerade jetzt zum Fahren. Also ich gebe nicht mit den Pedalen Gas, sondern mit dem Joystick. Mit dem benutze ich auch die... Mit dem bediene ich auch zum Beispiel den Frontlader. Und ja, also finde ich super cool, finde ich entspannt. Und deswegen, das kann ich nur empfehlen. Könnt ihr ja mal auf Instagram bei mir einfach mal vorbeischauen. Freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Falls es euch interessiert, ganz wichtig, es muss euch nur interessieren. Ihr tut mir zwar einen winzig kleinen Gefallen, aber muss euch interessieren. Ne? Also da mache ich dann immer, lade ich einfach eigentlich überwiegend nur Ingame-Screenshots, die ich ein bisschen mit Photoshop bearbeitet habe. Die lade ich da hoch, macht mir Spaß. Und könnt ihr ja mal vorbeischauen. Da gibt es auf jeden Fall ein, zwei Posts zu diesen Joysticks. Oh, unser Helfer wird blockiert. Und der ist auch nahezu voll. So. Kollege, what are you doing? Motor zuerst starten. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Reste noch eingesammelt bekommen. Ihr kennt ja meine Haltung, Kleinvieh macht auch Mist. Auch wenn es wirklich ganz kleines Kleinvieh ist.
Und dann tun wir ihn direkt entladen. Und dann haben wir da auch schon wieder mit einem guten Kurs 1500. 1500 müssten wir eigentlich kriegen, oder? Für das, was wir jetzt hier im Bunker haben. So. Wunderbar. Das haben wir auch. Das ist so, wo ich mich dann frage, ja, wie soll man das jetzt machen? Also, von der Perspektive aus kein Spiegel oder so, der da irgendwie hinzeigt. Ich wüsste nicht, wie weit ich da weg bin. Weil man kann sich ja nicht irgendwie so mal zur Seite lehnen, wie man es in der Realität machen würde. Da wird man vielleicht mal kurz jetzt so gerade hier drüber lunsen, aber da sieht man nichts. Okay, man könnte es sich merken vom Abstand her. So müsste man es vielleicht machen. Ja. Ich habe mir überlegt, beziehungsweise vielleicht habt ihr das ja schon mal gemacht, wenn wir jetzt zum Beispiel hier den Drescher, wenn wir alles abgeerntet haben und dann steht er ja nur dumm rum. Abgesehen von der Reparatur, die wir ja dann tätigen müssen, wenn wir ihn nutzen, ist das ja nicht besonders sinnvoll. Was wäre, wenn wir eine Mission annehmen, wo wir unseren Drescher benutzen und einfach mit einem Helfer das abernten? Gut, wir müssen es auch abtanken, ne? Mittlerweile muss man das ja auch dann selber abtanken. Ich dachte mir gerade so, das kann ich einfach annehmen und bevor der dumm rumsteht, der Drescher, könnte ich ja eigentlich das Equipment nutzen und ein bisschen Geld machen. Auch wenn der Helfer natürlich Geld kostet, das ist klar. Aber dennoch würde ich ja, weil ich ja wenig Zeit investiere, einen Gewinn machen. Klar, jetzt müsste man selber abfahren. Das wäre also, ja, würde mich dann doch wieder ein bisschen Zeit kosten. Habt ihr das mal gemacht? Habt ihr mal einfach eine Mission gestartet, einfach den Helfer drauf geschickt, nur weil ihr das Equipment habt und das alles sonst dumm rumstehen würde? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Also ich meine, du musst ja auch per Hand hinfahren zum Missionsfeld. Aber bevor das Zeug einfach nur rumsteht, warum nicht? Kleinvieh macht auch Mist. Aber man muss ja jetzt auch den Verschleiß mit berücksichtigen der Maschine. Das darf man ja jetzt nicht mehr außen vor lassen. Ich wollte eigentlich so eine Art, so ein kleines Vorgewende machen, dass der Helfer hier gleich ein bisschen besser selbstständig fahren kann. Ich habe übrigens jetzt wieder eine Taste gefunden. Das Absenken.
Habe ich hier auf eine Taste schon bereits gelegt? Ich muss mir die Sachen nochmal aufschreiben. Ich hatte ja extra mal mich hingesetzt und mal so ausprobiert, wo ich was hinlege und was, wo ich etwas vermuten könnte. Und ja, mit dem, was ich belegt habe, bin ich auch zufrieden. Nur ein paar Sachen weiß ich einfach nicht mehr, wo ich sie hingelegt habe. Das ist ja auch immer, ja, je nachdem, wo du es, wo du gerade drinne bist, ist das ja unterschiedlich, was da belegt ist. So, aber meine lieben Freunde, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like und Subscribe da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.